Wurzel Tommy, das Thema über sein Chicken Hill Song. Oh, Leute, ein Thema, das mir sehr in der Seele brennt, aber sowas in der Seele brennt, mein Chicken Hill Song. Jeder kennt ihn. Das war mein allererstes YouTube-Video. Mein allererstes YouTube-Video. Das auf so viele kamen in meinem Leben. Dieses Song hat heute noch Gültigkeit. Aber jetzt komme ich auf das Aber. Nur wegen einer einzigen Person hat es seine Gültigkeit. Sonst stimmt das überhaupt nicht mehr. Und der Song hat keine Gültigkeit mehr. Ich habe die Entscheidung über den Song. Ich kann machen, was ich will über den Song. Ich kann das Video löschen, wenn ich will. Weil wenn dieser alte Mann stirbt, stimmt das nicht, was ich da singe über den Chicken Hill Song. Hühnerberg Song. Stimmt nicht. Überhaupt nicht. Das hat eine ganz große Bedeutung. Damals. Ich erkläre es euch. Es war vor 20 Jahren, ich weiß es nicht genau, ich kam darauf, damals waren die Menschen anders. Damals gab es noch kein Corona, keine Krisen, nichts. Dann war das Leben anders, jeder kennt das. Und wir am Hühnerberg waren eins, eine Einheit. Wir waren miteinander, ja? Füreinander, ja. Ich wollte schon sagen, wieder aufeinander und ineinander. Nein, Spaß beiseite. Der Witz war, jeder hatte sich so angenommen, wie er war, akzeptiert. Man hat sich geküsst, umarmt, grillfest. Jeder hat was spendiert, auch ich habe was spendiert. Ich bin kein Arschloch am Hühnerberg gewesen. Nein, Leute, ich habe auch spendiert. Ja, meine letzte, wenn ich sagen würde, ich würde es nicht tun, wenn ich da oben wohne, habe ich sehr wohl. Kisten, ich habe Bier gekauft, Fleisch, weil wir Grillfest am Hühnerberg machten und Kinder, Erwachsene, Frauen, Männer, Familien sich da oben getroffen haben. Wir hatten Partys gemacht. Die Kinder haben da rumgemacht auf der Wiese mit Fußball, rumgecatcht und alles Mögliche. Erwachsene saßen am Tisch, wir hatten gefeiert. Es war wunderschön. Es war ein Miteinander, ja. Dann verlief die Zeit. Es war nicht mehr so. Ich weiß noch, die Friedenskirche war noch das Einzige am Hühnerberg. Die Friedenskirche war noch das Einzige, wo man gesagt hat, hey, da laufen Aktionen von der Friedenskirche. Hey, das gerettet, Alter. Die Friedenskirche am Hühnerberg, die haben noch was gerissen. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Aktionen mit Kindern am Hühnerberg gemacht. Kaffeeverteilung. Das war die einzige Kirche, die noch was reißen konnte. Aber irgendwann die Krisen sind ausgebrochen, wie Corona und alles Mögliche. Verlief alles im Sande. Es war nichts mehr so, wie es war. Obwohl ich der Friedenskirche sehr dankbar bin, was sie gemacht haben. Deswegen bin ich gläubig, deswegen glaube ich an Jesus, weil sie es machbar gemacht haben. Noch was zu reißen. Hammermäßig. Dann habe ich mir gedacht, der Song hat seine alte Gültigkeit zurück, ist wieder im Neuen geboren, der Chicken Hill Song. Man muss keinen zweiten oder fünften machen, der dritten Song draus. Weil der hat wieder seine alte und neue Gültigkeit gewonnen, der Song. Chicken Hill Song. Naja, und dann kam ein Einschnitt. Die Krisen kamen dann. Ihr kennt das. Nicht nur Corona. Alles andere ist gekommen. Menschen haben sich verändert über die Jahre. Und das auch am Hühnerberg hat sich bemerkbar gemacht. Sie war nicht mehr so. Aber es gibt am Hühnerberg bei uns in Memmingen Menschen, die verstehen sich. Das ist kein Witz. Dieser Song hat deswegen seine Gültigkeit. Nicht nur wegen dem alten Mann,
Aber er ist der Grund dafür. Immer noch. Aber da, wo ich wohne, Leute, sind Nachbarn. Ja, ich sage keine Namen, nichts. Ich bin hier auf AGB. Ja, AGB. Also sage ich auch nicht, wo ich wohne und welche Nachbarn ich meine. Ja, nichts. Ich sage nur Nachbarn, mehr nicht. Und ich sage auch nicht, wo ich wohne. Okay. Aber das hat seine Gültigkeit. Weil die setzen das noch um, wie mein Song eigentlich wirklich vor 20 Jahren, wo ich ihn geschrieben habe, war. Und so machen die das heute noch. Heute. Ich bin dankbar der Friedenskirche, dass die Friedenskirche am Hühnerberg das machbar gemacht hat, dass sich noch Menschen heute noch untereinander am Hühnerberg ohne Friedenskirche sich treffen. Aber die Friedenskirche bin ich dankbar dafür, dass sie es gemacht haben. Weil ohne Friedenskirche haben sie gewusst, aha, und sie haben sich getroffen. Grillfeste, man ist befreundet gewesen und macht heute noch. Und das macht man heute noch. Aber wieso der Song eigentlich geht, wieso den es noch gibt, ich hätte ihn runterlöschen können, verbannen können, den Song. Das ist so. Ein alter Mann, bevor der Chicken Hill Song war, bevor ich ihn geschrieben habe, wir kannten uns schon länger am Hühnerberg. Und das ist der Grund, warum ihn es noch gibt. Jetzt muss ich schnell machen, ich mache das Video jetzt lang. Der Mann, warte mal. Hey, das wird jetzt langsam stur. Hey, was haben wir jetzt? Na ja, haben wir Zeit. Ach, das Video doch jetzt so lang. Er kommt immer zu mir. Ich sage auch keinen Namen. AGB, ich sage auch nicht, wo er wohnt und wie er heißt. Aber dieser Mann. Wir hatten einen ganz schönen, tollen Abend gehabt. Er war wunderschön mit diesem alten Mann. Er hat gesagt, weißt du, wie wir uns kennengelernt haben? Bevor du dieses Lied geschrieben hast, als ich das erste Mal den auf YouTube gesehen habe. Der alte Mann schaut YouTube-Videos, Alter. Hä? Kein Witz, der verfolgt. Seit mein erster Song auf YouTube ist, verfolgt er alle meine Videos. Weißt du, wie alt der ist? Kein Witz. Auch alte Leute, nicht nur zu unterschätzen, schauen meine Videos auch an, ja? Und er hat gesagt, weißt du, es war vor 20 Jahren. Da warst du noch lange, da warst du noch ein Niemand, Tommy. Weiß ich. Das fand ich so toll, wie du das gemacht hast. Ich finde das Hammer. Hey, ja, das habe ich wegen dir gemacht. Das habe ich wegen dir gemacht. Warum? Ja, weißt du, wie gesagt, wie lange kennen wir uns? Seit 20 Jahren. Nein, so lange schon. Oh ja. Und immer kommt dieser alte Mann. Tommy, wann kommst du? Und in den Nilsong ist ein Text. Und in diesem Text, da steht doch was drin. Wenn man den Chicken Nilsong anklickt, wir stehen zueinander, füreinander, miteinander. Und das wir stehen zueinander heißt so viel wie, Tommy, wann kommst du wieder? Ich tät mich wahnsinnig freuen, wenn du kommst. Ja, natürlich, machen wir's gleich. Ja, ich muss noch Bier holen. Es war 20 Uhr, es war im Januar, es war kalt, es war dunkel, es war kalt. Ich sag, weißt du was, wir gehen in die Tankstelle, holen ein paar Kolben Bier, dann gehen wir zu dir und trinken ein Bier. Könnten wir einen Song machen, ein Lied machen draus. Aber ich sag, ja, mach mal. Die 5 halbe, eher 7 halbe, passt. Ja, von, es war, glaube ich, 18 Uhr, aber es war dunkel, es war kalt. Und wir waren bis 23 Uhr bei ihm in der Küche. Dann ging ich nach Hause. Mensch, habe ich gesagt, da mache ich ein YouTube-Video draus. Auch wenn dieser Mann stirbt, wird dieser Song trotzdem weiter existieren. Ich werde nicht darunter löschen, diesen Chicken Hill-Song, weil. Jetzt kommen wir auf das Weil. Und ich bleib auf AGB, Leute. Auf AGB. Ich sage nicht, wo ich wohne und welche Nachbarn. Ja? Und keine Namen. Null. Zero. Nichts. Geht kein Mensch was an. Wo ich. Wo das ist. Und was das ist. Aber, Leute. Die Generation. Es gibt eine kleine Generation, wo ich wohne. Die setzen das um.
die haben daraus gelernt. Meine Nachbarn haben daraus gelernt. Nicht gelernt. Man musste denen nichts sagen. Nichts. Null. Sie hatten es gewusst und haben es trotzdem gemacht. Sie sind befreundet untereinander. Und manchmal stoße ich dazu, werde eingeladen und wir reden. Gut, Streit gibt's überall, oder? Streit. So, und dann man vertragt sich am Hühnerberg oben wieder. Ja, was war der Scheiß? Ach, lass gut sein. Hey, da ist ein Scheißbaut. Aber das schwamm drüber. Es muss immer Gras über die Sache wachsen. So ist der Hühnerberg. Und man darf jetzt sagen, für immer und ewig verbittert und böse. Nein. Wenn man mal böse und verbittert ist, man giftet sich an und man hasst ihn. Aber nach ein paar Wochen kommt man, sitzt doch wieder zusammen. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen gibt es den Song. Ja, miteinander, füreinander. Es gibt die Generation, auch wenn der Mann mal stirbt, existiert sowas, wo ich wohne, vor meiner Türe. Und es ist kein Witz. Deswegen gibt es den Song noch. Verdammt, habe ich das der Friedenskirche am Hühnerberg, als die Krisen ausbrachen, haben sie alles möglich gemacht, dass das aufrechterhält. Menschen haben daraus profitiert, haben es auch trotzdem weitergemacht. Früher war das am Hühnerberg bombastisch mit Grillfeste. Überall, tonnen weiß. Heute ist schon ein bisschen eingeschrumpft. Aber es gibt eine kleine Gruppe am Hühnerberg, wo ich wohne, die machen das halt. Finde ich toll, finde ich klasse, dass sie sich alle befreundet haben. Ich ziehe mich da mal ein bisschen zurück. Ab und zu hocke ich mich dazu. Aber ich denke mir mal, schön, wie sie sich vertragen und genießt es. Ich freue mich dann. Aber ich muss nicht dabei sein. Aber ich freue mich darüber. Und wenn ich mal dazu sitze, freut mich das auch, weil ich da ein Stück profitiere und die anderen von jedem profitiert und gut auskommt. Die lachen, Freude. Und Streit, Leute, gibt es überall, oder? Wir streiten immer alle. Aber wir vertragen uns wieder. Und so soll es im Leben sein. Es ist nicht immer perfekt, wir können nicht immer fröhlich sein. Es gibt immer mal so Situationen, wo man streitet und sich aus dem Weg geht. Aus dem Weg geht und sagt, hey, der hat nie was spendiert, was will der bei uns? Aber wisst ihr was? Man kann Gras über die Sache wachsen lassen und miteinander reden. Und das machen wir am Hühnerberg. Und dann sagt man sich, ja, da wäre ein Scheiß gebaut, okay, tut mir leid. Oder andere sagen, hey, ja, weißt du, stimmt schon. Ja, aber so hart darfst du es auch sagen. Aber es war schon okay, wie es gesagt hast. Und so verträgt man sich wieder, weißt du? All die Jahre war das so. Leute sind gestorben, neue sind gekommen, neue Freundschaften haben sich geknüpft, Kinder untereinander, miteinander. Wenn so ein Hühnerberg, wenn sie uns auflösen wollen, die Häuser abreißen wollen, dann vernichte ich diesen Chicken Hill Song. Wenn sie die Häuser abreißen am Hühnerpark, dann vernichte ich diesen Song. Wenn wir alle hier wegziehen müssen, dann lösche ich diesen Song, Chicken Hill Song, auf YouTube. Das ist der wahre